Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und ich möchte mal einen Punkt rausstellen, der in meinem Leben unglaublich viel verändert hat. Akzeptieren, so wie es ist. Das hört sich so an, als sei es eine Selbstverständlichkeit. Aber ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die unterwegs war, Sachen zu negieren, unter den Teppich zu kehren und so etwas, die eigentlich schon passiert sind. Also sicherlich ganz offensichtlich Trennungen. Trennungen, Liebeskomma, akzeptieren, was ist. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Wir hegen Hoffnungen und das könnte sein, wenn und dann dieses und jenes und so weiter. Das erhöht das Leid. Etwas nicht akzeptieren, nicht sehen wollen, nicht annehmen wollen, erhöht Leid. Also rückblickend kann ich sagen, wenn ich das schon viel früher begriffen hätte, hätte ich mir so viel Leid ersparen können. Ich weiß, das ist schwer nachzuvollziehen, aber ich habe das auch mit dem Tod meines Vaters gemacht. Ich war 19, als er innerhalb eines Tages an Herzinfarkt starb. Klar wusste mein Verstand, mein Vater ist tot. Aber irgendwas in mir hat dicht gemacht. Ja, wenn man mich angesprochen hat, ja, alles ist okay, ich habe das im Griff. Und in Wirklichkeit war das gar nicht so. Also ich glaube, 8 Jahre später oder so war dann ein Ereignis, wo ich mehr oder minder sanft dahin geführt wurde, doch mal dahin zu gucken. Und zu sagen, ja, das ist in meinem Leben passiert. Ja, ich habe den Job verloren. Ja, ich habe irgendwas in Sand gesetzt. Ja, ich war nicht perfekt. Ja, ich war als Mutter nicht so perfekt, wie ich das sein wollte. Zugeben. Ja, dazu zu sagen, es ist Fakt. Ich meine, es ist ja völlig irrational, wenn man Sachen, die passiert sind, negiert und sagt, nee, also das will ich irgendwie nicht wahrhaben. Aber als erste Hilfemaßnahme passiert das, glaube ich, häufig, dass man damit so lange rumeiert, wie ich bei manchen Stellen, ist sicherlich nicht nötig. Aber es in der Schocksituation erstmal zu verdrängen, glaube ich, darf sein. Das ist so ein Überlebenstrick. Aber dann zu sagen, ja, das ist in meinem Leben jetzt passiert. Das mache ich auch heute mit vergleichsweise kleinen Sachen. Irgendwas hat mich verletzt oder wie auch immer oder ist kaputt gegangen zum Beispiel oder lässt sich so nicht umsetzen, wie ich das dachte oder wie auch immer. Ja, das ist jetzt so. Da kann ich erst einmal tief durchatmen. Ich werde dann wieder handlungsfähig. Es anzunehmen, wie es ist, hört sich an wie eine Binsenwahrheit, ist aber an manchen Stellen nicht selbstverständlich. Sagen wir es mal so. Und es ist ein riesiger Schlüssel für eine Abkürzung, das Leid zu verringern. Denn solange, wie wir da noch uns was anderes wünschen oder so etwas es nicht wahrhaben wollen, leiden wir. Tut es weh. Und das anzunehmen, das Leben so, wie es ist, hilft enorm, dieses Leiden zu verkürzen und daraus neu wieder Wege zu gehen, die auch wieder glückliche Phasen haben, die auch wieder Möglichkeiten ganz anderer Art in sich verbergen. Das tut so gut. Es ist natürlich ein Vorteil von Alter, wenn man das in der Vergangenheit schon öfter mal gemacht hat und erlebt hat, dass alles andere nichts bringt. Also ich glaube, ich hatte Copyright da drauf, wie man Sachen unter den Teppichboden kehrt. Also nicht nachmachen. Zu sagen, ja, das ist jetzt in meinem Leben ist dazugekommen. Auch akzeptieren von Krankheit zum Beispiel. Und dann wieder Wege zu suchen in diesem Neuen, in diesem, so ist Leben. Es gehört alles dazu. Wir gehen alle durch Krisen und Niederlagen und letztendlich ist es das, was uns stark macht. Viel Spaß bei der Suche und ab in die Freiheit. Tschüss!